Sucht ihr für eure Klasse einen spannenden und lehrreichen Ausflug, dann kommt zu Bodenborg. Ich gebe euch einen Einblick, wie es bei uns funktioniert und warum schon über 100 Schulklassen Bodenborg begeistert erlebt haben. Am Schluss haben wir noch ein tolles Angebot für euch. Wir haben 20 abwechslungsreiche Missionen auf zwei Stockwerken mit vielfältigen Herausforderungen. Wir haben drei verschiedene Arten von Missionen. Tätige, die nur Köpfchen- und Teamarbeit bedingen. Tätige, die zusätzlich etwas Geschicklichkeit verlangen. Und tätige, die motorische Fähigkeiten fordern. Teams können jederzeit zwischen den Missionen hin und her wechseln. Gespielt wird in Teams von 3 bis 5 Schülerinnen und Schülern. Mindestens 3, weil 3 mit einem unterschiedlichen Ort in so einem Herausforderungsraum etwas machen. Manchmal gemeinsam, manchmal hintereinander. Also ohne Teamwork geht bei uns gar nichts. Nach einem herzlichen Empfang gibt es ein kurzes Briefing und schon sind Schülerinnen und Schüler bereit zum Spielen. Was ist das Spielprinzip? Das Team der Schülerinnen und Schüler geht in den ersten Raum einer Mission und dort müssen sie eine Aufgabe lösen. Wenn sie es schaffen, kommen sie in den nächsten Raum, zur nächsten Herausforderung und so weiter. Wenn sie es nicht schaffen, nicht schlimm, dann gehen sie einfach raus in den Korridor und starten nochmal. Und so lernen die Schülerinnen und Schüler auch mit Misserfolg umzugehen. Im letzten Raum einer Mission gibt es einen Stempel als Belohnung. Es braucht schon mehrere Anläufe, bevor man so eine Mission meistert. Und so profitieren die Schülerinnen und Schüler von Aktivierung und Stimulierung von Hirn und Körper. Bodenborg trainiert nachweislich Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen und Problemlösungsfähigkeiten. Und stärkt den Klassengeist. Wir haben ein spezielles Angebot für Schulen. Wenn auch ihr einen tollen Schulausflug machen wollt, dann kontaktiert uns. Wir freuen uns, euch und eure Schulklasse bei uns betreuen zu dürfen.